Das deutsche Top-Talent Rudolf Mollecker hat bei den BMW Open in München eine Überraschung verpasst. Er unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut, trotz einer couragierten Leistung mit 4:6, 2:6. Damit muss der 18-jährige Berliner weiterhin darauf warten, erstmals in seiner Karriere bei einem Turnier der ATP-Tour in der Runde der letzten 8 zu stehen. Bildergalerie Tennis, die heftigsten Abstürze mit Berdig, Bouchard, Lisicki und Co. 30 Bilder. Mollecker gelingt Frühbreak, dabei ging die Begegnung für Mollecker gut los. Im ersten Satz gelang dem Deutschen das erste Break der Partie zum 4:2. Mollecker spielte taktisch klug und variierte immer wieder das Tempo mit Erfolg. Doch danach riss bei der Nachwuchshoffnung der Faden. Bautista Agut schaffte erst das Rebreak zum 3:4 und legte das Break zum 5:4 nach. Mit eigenem Aufschlag sicherte sich die Nummer 21 der Welt den ersten Durchgang mit 6:4. Mollecker, der in der Weltrangliste aktuell auf Position 157 geführt wird, schien danach etwas beeindruckt. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes kassierte er unter den Augen von Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann und Bayern-Star Mats Hummels ein Break. Der ZN gratis testen und Tennis-Highlights live. Danach servierte er das Match locker zum 6:4, 6:2 aus. Es war sehr schwierig, er hat sein Spiel ein bisschen umgestellt und macht halt nicht viele Fehler, sagte Mollecker anschließend über seinen Gegner. Gegner von Bautista Agut im Viertelfinale ist Guido Peller aus Argentinien, der mit dem Japaner Taro Daniel beim 6:1, 6:7, 6:3 Sieg nur im zweiten Satz etwas Mühe hatte, als er eine 4:1 Führung und Matchbälle vergab. Trotz der Niederlage mangelt es dem deutschen Youngster nicht an Selbstbewusstsein. Vor seiner Partie sah er sich das Spiel seiner potenziellen Viertelfinalgegner an. Mollecker glaubte vor dem Match offenbar an seine Siegchance, meistgelesene Artikel Fußball, Champions League Vidal, der Mann für große Spiele Fußball, Bundesliga Kovac über Abschied für Robbery Fußball, Frauen um keine WM, Norwegens Star bleibt der Hart Fußball, Champions League Klopps Versprechen ist in Gefahr Fußball, Bundesliga Alarm Schnür Deal mit Aldi. Insgesamt präsentiere sich der Blondschopf in den Turniertagen von München stark und zeigte, warum er als großes Versprechen für die Zukunft gilt. Wenn Rudi künftig so weitermacht, kann sich Tennis Deutschland auf ein weiteres Juwel neben Alexander Zverev freuen. Ordner erkennt Mollecker nicht, dann bleiben dem angehenden Star auch Situationen wie heute erspart. Als ein Security-Mitarbeiter Mollecker nicht erkannte, musste der seine Akkreditierung vorzeigen, ehe man ihn durchließ. Mit wachsendem sportlichen Erfolg dürfte sich die Popularität von Mollecker schon bald erheblich steigern und der Wiedererkennungswert damit ebenso. Let's block it's why.